Sehr verehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie hiermit ganz herzlich zu unserer hauseigenen Rüstungsmesse hier im schönen Kassel. Ich bin die Firmenchefin von Kraus Maffei Wegmann. Wir sind ein Unternehmen mit langjähriger Tradition und zudem der größte Rüstungsproduzent in ganz Kassel. Auf unsere Einsatzsysteme verlassen sich weltweit die Streitkräfte von über 50 Nationen. Wir liefern weltweit und machen damit im Jahre 2010 64 Milliarden Gewinn. Besonders stolz sind wir dabei auf unsere Leopard-Panzerreihe. Ich präsentiere ihn hiermit, den sichersten Kampfpanzer der Welt. Dieses Gerät hat ein Nachtsichtgerät, das unglaublich hochfunktional ist. Ich weiß es nicht. Wer kann denn diese Tötungsmaschine nur so anpreisen? Also ich bitte Sie, ist etwa jemand deine Axtbaut schuld, wenn damit ein Amoklauf verübt wird? Unsere Regierung kontrolliert, wohin die Panzer gehen. Und viel wichtiger, wir schaffen Sicherheit in der ganzen Welt mit unseren Produkten. Was haben denn tote Zivilisten mit Sicherheit zu tun? Wissen Sie, ich sehe da gerade britische Verteidigungsminister. Frau Ministerin, wie geht es Ihnen? Sie brauchen doch bestimmt noch ein paar Panzer für Ihre Armee. Ich glaub's nicht. Durch die Documenta soll eine weltoffene und politische Zusammenarbeit zwischen Kassel und Athen präsentiert werden. Anscheinend findet die deutsche Regierung es okay, wenn Griechenland Millionen fürs Militär ausgibt und an allen anderen Ecken und Enden sparen will. 25% aller Griechen haben keine Krankenversicherung mehr. Das Geld sollte lieber in ein gutes Gesundheitssystem gesteckt werden, anstatt in neue Panzer. Vielleicht hat das Mädchen ja recht. So groß ist der Bedarf an Panzer bei uns echt. Ich muss sagen, Ihre Argumente gefallen mir sehr gut. Das dachte ich. Bitte, es ist gar nicht so wichtig, so schreiben Sie einfach hier. Hat mich sehr gefreut. Ha, wer sagt es denn? Wir sind der größte Rüstungsproduzent in Kassel. Das hättest du wohl gern, mein Lieber. Wir von Rheinmetall werden bald eine ganze Panzerfabrik in der Türkei bauen, damit dort die Panzer in Serie vom Fließband rollen können. Es sterben Menschen durch die Sachen, die sie produzieren lassen. Aber Geld regiert die Welt und somit die Banken und Konzerne. Und dabei wird kein Gedanke an uns, an die Bevölkerung gerichtet. Und der Staat, der macht es einfach so mit. Herr Minister, Herr Wirtschaftsminister. Guten Tag. Wir haben einen großen Plan. Wir wollen in die türkische Wirtschaft investieren. Und zwar wollen wir eine Panzerfabrik in der Türkei bauen. Da entstehen wunderbar viele neue Arbeitsplätze. Ja, Investitionen? Arbeitsplätze, bei Handel. Hört sich ja schon mal nicht schlecht an. Aber hier, mein Jobangebot nach meiner Amtszeit, das steht doch noch, oder? Sicher, Sie kennen mich doch. Einmal hier unterschreiben und die Katze ist im Sack. Perfekt. Und Sie wissen, Endverbleibsklausel, Sie dürfen das nicht weiterkaufen. Verkaufen. Ja, passt schon. Wunderbar, wunderbar. Die Panzerfabrik steht ja und der erste Panzer ist auch vom Stapel gelaufen. Schön mit Ihnen Geschäfte zu machen. Sie wissen, etwa bleibt Klausel, der brauche ich nicht sagen, Sie kennen sich ja aus. Diese Leopard-Panzer bleiben ausschließlich in der Türkei. Können Sie sich drauf verlassen? So kenne ich Sie, mein Mann. Viel Spaß. Freie Meinung, freies Leben, ohne Unterdrückung und für jeden. Freie Meinung, freies Leben, ohne Unterdrückung und für jeden. Achtung, Achtung! Sie befinden sich auf einer nicht genehmigten Demonstration. Sie dürfen uns nicht einschüchtern lassen. Entfernen Sie sich unverzüglich und geben Sie die Straße frei. Legen Sie die Vermummung ab und stellen Sie die Störung der öffentlichen Ordnung ein. Sonst werden wir mit dem Räumschild gegen Sie vorgehen. Freie Meinung, freies Leben, ohne Unterdrückung und für jeden. Freie Meinung, freies Leben, ohne Unterdrückung. Okay, ich warne Sie jetzt ein zweites Mal. Entfernen Sie sich unverzüglich und geben Sie die Straße frei. Legen Sie die Vermummung endgültig ab und stellen Sie die Störung der öffentlichen Ordnung ein. Sonst werden wir gleich mit dem Räumschild gegen Sie vorgehen. This is what democracy looks like. Tell me what democracy looks like. This is what democracy looks like. Tell me what democracy looks like. This is what democracy looks like. Wir
Panzer gegen sie vorgehen, da sie trotz Aufforderung immer noch vermummt sind und die Straße blockieren. Wir werden jetzt gegen sie vorgehen. Okay, Roger, habe verstanden, breche den aktuellen Einsatz ab und fahre nach Syrien. Bei einer friedlichen Demonstration zu suchen. Ich dachte, die würden um Krieg eingesetzt. Und der wurde auch so gebaut, dass man in engen Straßen und gegen Demonstranten eingesetzt werden kann. Operation Slave. Los, raus da, eine Bewegung, du bist tot. Ah, verdammt, der IS. Der IS hat den Panzer gekapert. Profite geht und über Leichen gegangen. Krieg!